Macht richtig Laune. Junge, 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 Junge. Das habe ich noch nicht erlebt. Oh Mann. Zwischendurch geht es immer mal wieder. Und dann kommt doch wieder eine heftige Böe und alles wackelt hier. Ja, zum Glück habe ich vorhin noch die Sturmseile angebracht. Alter Falter! Ich hoffe, das Zelt hält. Das Blöde ist jetzt hier, dadurch, dass es halt silikonisiertes Außenzelt ist, müsste ich jetzt eigentlich rausgehen und ja, nochmal alles nachspannen. Aber so richtig Lust habe ich nicht drauf. Guten Morgen. So schlecht wie heute habe ich schon lange nicht mehr geschlafen und so fertig war ich auch lange nicht mehr. In der Nacht kam halt noch ein großes Gewitter. Ja, das Zelt hat komplett gewackelt. Ich bin dann noch schnell raus, habe noch alle Sturmseile befestigt. Zum ersten Mal jetzt in meinem Leben. Ja, ich habe Glück, aber das Zelt ist heile geblieben. Ich bin auch trocken geblieben. Ja, und heute mache ich mir jetzt keinen Stress. Zu dem Campingplatz, wo ich heute hinfahren möchte, da denke ich mal, kriege ich auf alle Fälle einen Platz. Da war ich nämlich schon mal und die Zeltwiese ist da richtig groß. Und heute soll es auch den ganzen Tag trocken bleiben. Deswegen ja, genieße ich einfach mal das Frühstück und lasse mir einfach mal so richtig Zeit. Und ja, wenn ich halt erst um 11 Uhr losfahre, dann ist es eben so. Oh Mann. Die Sonne ist auch schon draußen, deswegen hoffe ich einfach mal, dass das Zelt von selbst trocknet und dass ich nicht mehr den Lappen schwingen muss zum Trocknen. Ja, und der Blick aus dem Zelt, der ist auch toll. Schon toll, wie der da schwebt. Man hört absolut nichts davon. Und hier vorne ist der Instruktor mit dem Mikrofon oder dem Walkie-Talkie besser gesagt, der dann die ganzen Anweisungen gibt. Es geht weiter auf dem Trauradweg. Ja, jetzt bin ich auch so langsam wach. Der Kaffee hat mir richtig gut getan. Ja, ich habe auch einfach länger geschlafen. Passt schon alles. Ja, heute ist mein Ziel Villach. Es geht über Sachsenburg und Spittal an der Drau. Ja, dorthin und ich glaube, das sind so circa 80 Kilometer. So genau weiß ich das gar nicht. Ja, ich freue mich einfach drauf, weil heute soll wieder richtig gutes Wetter werden. Ja, jetzt ist es 10 Uhr und schon 28 Grad warm. Ja, und zum Campingplatz hier Fliegercamp. 11,50 Euro hat es gekostet. Die Sanitäranlagen, alles sehr sauber, nahezu nagelneu. Ja, wer mit Kindern kommt, ein toller Spielplatz ist auch da. Man hat viel zu gucken, die ganzen Paraglider, die dann immer zwischendurch landen. Ja, und gestern Abend hatte ich ja noch richtig Hunger. Nachdem ich das verdrückt habe, was ich mir selbst gekocht habe, bin ich noch zum Griechen auf dem Campingplatz gegangen. Ja, der ist richtig lecker, dementsprechend auch gut besucht gewesen. Draußen war kein Sitzplatz mehr frei, deswegen habe ich das Gyros dann zum Mitnehmen genommen und dann bei mir am Zelt gegessen.
ja, bei dem Wetter sitzt man ja lieber draußen als drin. Selbst den Pferden ist es hier zu warm und die stehen lieber im Schatten. Strahlend blauer Himmel und kaum eine Wolke zu sehen. Morgen. Morgen. Also an Rastplätzen mangelt es hier auf dem Trauradweg definitiv nicht. Ich bin jetzt 5 Kilometer gefahren. Und ja, bin schon jetzt an dem dritten vorbeigefahren. Für mich ist es aber jetzt für eine Pause noch definitiv zu früh. Ja, der nächste Ort wird dann Kleblachland sein. Das kommt in 10 Kilometern. Ja, und das kann ich euch deswegen sagen, weil ich von der Touristeninformationszentrale jetzt eine Karte vom Trauradweg vorne an meiner Lenkertasche dran habe. Ja, das finde ich immer ganz praktisch. Dann kann man auch mal Sehenswürdigkeiten einfach mal an der Karte ankreuzen. Oder wenn man mal zum Supermarkt möchte, da kann man ja schon mal im Vorfeld dann recherchieren, ja, wo es einen gibt in der Nähe vom Radweg, das markieren und dann fährt man nicht dran vorbei. Laut meiner Karte sind es bis nach Spittal 300 Höhenmeter, die es bergauf geht. Aber auch genauso viele, die es bergab geht. Und das merkt man. Ja, es geht immer mal wieder leicht bergauf, aber auch mal wieder bergab. Wie Achterbahn fahren, macht richtig Laune. Ein riesiges Mohnblumenfeld. Die Oberallach fließt hier. Nach der Überquerung der Oberallach lasse ich euch jetzt an der grandiosen Abfahrt teilhaben. Also lehnt euch zurück und genießt die Abfahrt. Schönes Anwesen.
Ja, es heißt nicht Kleblachland, sondern Lind im Drautal. Da habe ich die Karte wohl falsch gelesen. Auch hier lohnt sich mal wieder ein Blick zurück. Ja, von da hinten bin ich hergekommen. Und da dann geht's weiter. In Sachsenburg ist es Zeit für eine Trinkpause. Auch wenn da ein Trinkbrunnen ist, ja, ich mag lieber gerade mein Zuckerwasser. Das gibt mir so richtig Power. Ja, und hier ist auch eine WLAN-Zone, dann kann ich hier kurz das Internet nutzen und eure Kommentare lesen. Schmeckt aber auch. Bei dem ganzen Geplätscher vom Trinkbrunnen geht es jetzt erstmal schnell raus aus Sachsenburg und ich suche jetzt erstmal einen Baum. Nein, das ist nicht die Drau, das hier, das ist die Möll. Ziemlich holprig der Radweg. Da nehme ich dann doch lieber die Straße. Gleich geht's rechts ab Richtung Spittal. Ja, davor kommt wohl noch Lendorf. In Spittal werde ich mal Ausschau halten nach dem Bäcker. Ja, heute ist Pfingstmontag, also auch Feiertag hier in Österreich. Wahrscheinlich wird kein Bäcker offen haben, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Naja, und falls ich nichts vom Bäcker bekomme, habe ich ja noch Kekse dabei, also verhungern werde ich definitiv nicht. Cooles Gefährt. Jetzt fahre ich hier schon zum zweiten Mal einfach am Römermuseum vorbei. Ihr solltet hier lieber kurz anhalten und euch das Ganze mal anschauen.
Mal gucken, was es hier gibt. Den angemessenen Preis vom Eis hatte ich total übersehen und auch vergessen, dass ich mir eigentlich noch etwas für die Mittagspause kaufen wollte. Es war ja Pfingstmontag und die Bäcker hatten alle geschlossen. Sieht zwar alles lecker aus, ist mir aber dann doch zu teuer. Naja. Jetzt geht's hier vorbei am Stadtpark von Spittal und ja, die Bäcker haben hier alle zu. Also geht's gleich wieder raus in die Natur und dann mache ich bald eine Kekspause. Oder ich bleibe einfach hier und mache dann hier meine Kekspause. Da fällt mir gerade auf, wie sich mein Brooks schon meinem Hintern angepasst hat. Der hängt jetzt schon gut durch. Und vollgekrümelt habe ich mich ja auch schon. Naja, passiert halt. Direkt am Springbrunnen liegt das Schloss Porcia. Es zählt zu den schönsten Renaissancebauten südlich der Alpen. Es wurde im Auftrag Gabriels von Salamanca und seiner Nachkommen von italienischen Meistern errichtet. In der Zeit von 1662 bis 1918 diente das Schloss den Fürsten von Porcia als Residenz. Gleich komme ich an die Stelle, wo letztes Jahr viele Forellen geschwommen sind. Mal gucken, wie es jetzt ausschaut. Tja, heute ist das Wasser zu trüb. Man sieht nichts. Ab durch St. Peter. Da habe ich in Spittal glatt vergessen, meine Karte umzublättern. Ja, deswegen kann ich jetzt nicht sagen, was als nächstes kommt. Ich weiß nur eins, der nächste Ort müsste Ferndorf sein, also der nächste größere Ort. Ja, und vorne ist ein Schattenplatz, da kann ich dann die Karte umblättern. Na, wer hatte bis hierhin schon ein Déjà-vu? Ja, ihr seht's richtig. Ich bin ja jetzt schon zum zweiten Mal hier in der Gegend. Ich bin schon letztes Jahr die Alpe Adria gefahren. Ja, und da ging's ja auch ein Teilstück hier an der Drau entlang. Ja, und ungefähr hier in der Nähe habe ich damals gesagt, was mir der Drauradweg hier richtig gut gefällt.
und dass ich mir vorstellen könnte, den noch mal komplett zu fahren. Jetzt ist es soweit. Richtig schön. Ich bereue es nicht. Auch wenn ich ja schon das eine oder andere schon mal gesehen habe, freue ich mich trotzdem noch mal. Und ja, ich freue mich auch schon, das Video zu schneiden, weil dann kann ich mal dieses Video und das Video vom letzten Jahr vergleichen und mal sehen, was ich letztes Jahr so alles verpasst habe. Weil heute lasse ich mir halt gut Zeit. Jetzt sind es noch 30 Kilometer nach Villach. Ja, das Ganze passt. Also ich weiß ja, dass es relativ eben lang geht und nur zum Schluss zum Campingplatz etwas bergauf geht. Kaum sage ich's, dass ich neugierig drauf bin, zu sehen, was ich letztes Jahr verpasst habe. Ja, und jetzt schaut euch mal an, was ich hier gerade entdeckt habe. Zum einen ein Rastplatz, ja, im Moment im Teilschatten. Und diesen tollen Wasserfall. Ja, und das Wasser ist kristallklar und fließt danach wahrscheinlich dann in die Drau. Also letztes Jahr war das Wasser der Drau viel klarer und auch wunderschön türkisblau. Jetzt ist es eher braun. Wisst ihr, woran das liegen könnte? Es hat ziemlich stark geregnet und das merkt man hier auch am Draupegel. So hoch habe ich es definitiv nicht in Erinnerung. Ja, und daran bin ich letztes Jahr wohl auch vorbeigefahren. Jetzt geht's über die Brücke. Noch ganz jung hier die Kühe. Also eine Sache hat sich im Vergleich zum letzten Jahr nicht geändert. Ja, am Ende der Etappe bin ich genauso fertig wie letztes Jahr. Ich gucke immer schon auf den Tacho oder aufs Navi. 5 Kilometer noch sind es bis nach Villach. Im Moment geht es hier auf Schotter entlang. Loser und fester Schotter wechseln sich immer wieder ab. Ja, und dementsprechend muss man hier etwas vorsichtiger fahren. Geschafft! Endlich! Ich sag's einfach so offen, wie es ist. Ich bin absolut fertig. Die Nacht, die hat mir wirklich den Rest gegeben. Also ich bin absolut energielos. Ja, ich habe gerade zwar noch Energie getankt in Form von leckerem Salat mit Hähnchenbrust und dann noch einen Burger, aber ich hatte nicht mal die Energie, mir eine Travel-Lunch-Tüte warm zu machen. Also Wasser aufkochen, das war mir schon zu viel gewesen. Ja, ansonsten ist alles wie immer. Die Wäsche ist gewaschen, das Zelt steht. Ja, der Campingplatz ist genauso toll wie letztes Jahr, sonst wäre ich nicht noch einmal hierher gekommen. Ja, ich weiß aber nicht, wie es morgen weitergeht. An sich würde ich morgen gerne einen Pausentag einlegen.
Aber morgen soll es ab 8 Uhr regnen. Und der Regen soll dann für mindestens 48 Stunden durchgehen. Das heißt, wenn ich morgen einen Pausentag einlege, dann müsste ich übermorgen das Zelt nass einpacken, im Regen fahren und nass wieder aufbauen. Darauf habe ich auch keine Lust. Also ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß, das Ganze ist ein Luxusproblem und viele würden die eigenen Probleme gegen diese austauschen wollen. Aber ja, so ist es gerade einfach. Ja, ich werde dann morgen einfach mal ganz normal aufstehen, mir das Regenradar anschauen und dann spontan entscheiden, was ich mache. Ansonsten hatte ich mir heute eigentlich auch noch vorgenommen, Villach anzuschauen. Ja, letztes Jahr habe ich es ja auch nicht gemacht, deswegen wollte ich es mir diesmal wenigstens vornehmen. Hat nicht geklappt, die Energie war aus. Ja, so ist es halt manchmal. Ja, und bevor ich jetzt hier noch zu viel schwafel, sage ich jetzt schon mal ciao und bis bald. Ich gehe schlafen und hoffe, dass morgen mein Energieakku wieder voll ist.